angreifen. So, dann gehen wir zuerst Mann, ich nach. habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen, aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn! Wahnsinn. Gehen wir zuerst nach Sanctuary. Holen uns mal eine Powerrüstung und dann gehen wir ins leuchtende Meer. Einer der gefährlichsten Orte aus Fallout 4. Besonders weil da halt so viele Deathclaws rumlaufen und ganz, ganz viel Strahlung ist. Und Strahlung ist böse. Sehr böse. Was wäre da sein? Ich bin nicht da. So, Sanctuary. Was ist das? Starlight Drive-In. Was ist da? Ist eine Leute? Siedlung? Alter, hasse ich das, wenn ich die scheiß Aufgabe nicht angucken kann, was ich da genau machen soll. Dann halt nicht. Ach ja, Powerrüstung, Fusionskerne, wie viel habe ich denn dabei? Ich werde so 2, 3 Stück vielleicht brauchen, vielleicht sogar mehr. Je nachdem, wo genau ich hinreisen kann. Also wie nah ich ans Goldene Meer schnell reisen kann. Wie nah kann ich reisen? Fort Hagen, okay. Ja, Fort Hagen ist gut. Alles leuchten. Also ich muss da hier runter. Erstmal. Ja, das ist okay. Ist okay. Aber Fusionskerne war. Ich glaube, die waren sogar bei Munition, warum auch immer. Ja. Okay, 6 Stück. Und die Aktiv und den Fusionskern, der da drin ist. Sollte reichen eigentlich. So, Volt. Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für mich? Wirklich? Nick ist ein bisschen müde. Ja, ich glaube, deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Sanctuary Hills. Ja, also das ist toll. Ich werde dich nicht enttäuschen. Gut, darf ich jetzt daran? Danke. Schneid dir nichts ab, was du nachher vermisst. Weißt du was? Ja, seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Also gehen wir mal in unsere wunderschöne Rüstung. Ich weiß natürlich nicht, ob die reicht. Sollte eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. Ich hoffe es zumindest, weil als ich das damals, als ich das noch, als ich noch privat gespielt habe, gemacht habe, war ich bei der Bruderschaft schon ein bisschen weiter und da konnte ich von denen eine Powerrüstung nehmen. Ich hoffe, die ich jetzt habe, reicht. Falls nicht, ich habe, denke ich mal, genug Red Away und Red X dabei. Damit die Strahlung nicht so gravierend ist. Also, das Einzige, was ich bei der Powerrüstung hasse, ist die Sicht, die Oberfläche und das Ganze. Gut, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zum leuchtenden Meer. Sollte doch hier lang sein, naja.
So, und die einzigen beiden, beziehungsweise drei Begleiter, von denen ich weiß, dass denen eigentlich die Strahlung nichts ausmachen dürfte, wären einerseits Nick Valentine, dann, ich glaube, Curie in ihrer Roboterform und komischerweise Dogmeat. Dem macht die Strahlung auch überhaupt nichts aus. Warum auch immer. Also die drei Begleiter kann man da, denke ich mal, problemlos mitnehmen. Du spielst hier mit dem falschen Sönd. Warum greifst du die an? Die machen doch nichts. Du bist wie Dogmeat. Hast du sie gesehen? Muss ich hier lang? Na, nicht ganz. Okay. Ja, lauf mal ein bisschen durchs Gestrüpp. Zwar nicht so richtig besonders guter Weg, aber etwas zumindest. Die sind, glaube ich, da oben. Ja, die sind alle da oben. Sollte uns weniger stören, hoffentlich. Hoffentlich nerven die nicht. Autobahnkreuzung. Okay. Ah, fuck off. Oh Gott, das Gewehr, das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen nervig mit dem Nachladen und so weiter. Nehmen wir das. Nehmen wir die Pistole. So, die Leute interessieren mich jetzt erstmal weniger. Aber am besten besuch mal. Alles okay, wo ist Nick? Nick läuft da hinten rum, okay. Sowieso erstmal da, wo Gebäude sind oder so, mal kurz hinlaufen, gucken, ob da vielleicht sogar Wegpunkt, damit wir uns später ein bisschen Laufe sparen können. Power-Rüstung! Da ist ein Hund. Der beißt mich. Hat mich gebissen. Nick hat sich drum gekümmert, ja. Ist doch schön. So, Stimpack ist immer gut. Okay, interessant. Also wenn ich ein Stimpack in der Power-Rüstung verwende, dann ist anscheinend die Animation zu der dem Stimpack, dass ich mir den Spritz gar nicht da. Kleiner Vorteil von. Kleiner Vorteil von Power-Rüstung noch. Kein. Keine Weg. Oh, kein Meyer-Lurk. Ich glaube, wir sind nicht allein. You don't say, Nick. Vom Teufel spricht. Baut den Dates ab. Uff, der holt nicht seine Königin oder so, weil Meyer-Lurk-Königinnen sind sehr heftig. Das sind Riesenviecher. Grünes Licht. Gute Nacht, Amadeo.
Fusion Endlagerstätte, okay. Sehr, sehr viel Strahlung nehme ich an hier. Obwohl mein Geigerzähler von der Powerrüstung zeigt noch nichts an. Fusionskern entfernt, ja. So laufe ich eigentlich in die richtige Richtung. Ja. Das ist doch schön. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Können wir uns ein bisschen nach der richten. Aber es scheint, wir sind direkt am Rand vom leuchtenden Meer jetzt gleich. Ja, wir sind am Rand. Und da hier unten müssen wir hin. Direkt am Krater. So, jetzt muss ich mal gucken. Rats. Sehe ich das zufällig hier? Ups, das wollte ich nicht machen, scheiße. Ja, B-Effekte zeigen, naja. Nee, dann. Scheint mich die Powerrüstung zu beschützen. Ist schon mal gut. Leuchtendes Meer, sehr, sehr interessanter Ort auf jeden Fall. So, Südwesten. Leider auch sehr, sehr viele nervige Gegner. Ach, Bullshit. Du glaubst, wir sind nicht allein? Glaubst du das, Nick? Auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier. Der Ort. Was man so alles findet und so weiter. Okay. Der taucht hier gleich auf. Taucht hier gleich wieder auf. Ja, genau da. Oh, fuck off. Zu spät gedrückt. Verpiss dich, Sack. Ey. Gucken wir mal kurz in die Red Rocket Station rein, falls ich... kann ich sogar rein. Da muss man... Das ist ein eigenes... eigener Ort. Interessant. Bisschen Öl nehmen wir mal mit. Okay, Redex. Safe Meister, ja, danke schön. Ja, gut. Nichts weiter hier, gut, dann. Safe kann man nicht öffnen, weil ich. Weil mein Lockpick-Skill zu schwach ist und ja. Dass ich meine Taschenlampe immer
ausstellt, wenn ich in den Ort rein oder rausgehe. Dass es immer ausgeht. Oh, was ist das? Kentete Fabrik. Ah, da geht's tiefer rein. Nee. Ist nicht wichtig. Na, komm, spring. Oh, da sind viele. Da sind einige. Da muss ich jetzt ein bisschen auf mein Leben achten. Oh, die Viecher greifen aber auch stark an. Und halten viel aus. Ich will doch einfach nur die Beine verkrüppeln. Ich nehme ein bisschen. Ist der hier unten? Ja, da unten ist einer. Alter. Gut verkrüppelt. Das bringt mir unten aber relativ wenig, weil hier unten kann selbst ich mich wenig bewegen. Oh, da sind aber noch einige, sehe ich. Recht viele Gegner. Sollten abhauen. Da ist ein Deathclaw. Schön. Spekulieren wir einfach mal drauf, dass der uns nicht sieht. Dass wir in Ruhe weitergehen. Nein, der hat uns gesehen, oder? Oder? Nee, der kämpft gerade mit dem anderen Deathclaw. Ah, nee, mit dem Red Scorpion. Noch besser. Dann ist der erstmal abgelenkt. So, wo müssen wir jetzt ganz genau hin? Okay. Erstmal da hoch. Falls wir so weit hochkommen. Ja. Und jetzt hier rein. Denn hier wohnen Menschen. Alles Idioten. Alles Idioten hier. Genau hier ist halt einfach mal die Bombe eingeschlagen. Die Atombombe. Und genau hier wohnen Leute. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Hier in der Gegend werden wir eine Menge Strahlung schlucken. Ich muss mit dir reden. Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche seine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entgehen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen.
Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Ja, passt schon. Alles Idioten. Am Ende werden wir alle Kinder. Alles komische, radikale, religiöse Menschen. Ja, weniger radikal, aber wir sind übergeschnappt. Mit dem ganzen, ja, Atom. Im Endeffekt sind die Kinder vom Atom, oder Kinder des Atoms, und die beten Atom an. Und das ist halt ihr Gott und ja. Da unten läuft ein Deathclaw. Oh, okay. Und es ist halt, ja. Die mögen halt Strahlung und den ganzen Schwachsinn. Das ist halt, die Strahlung an sich ist halt ein Geschenk Atoms und was weiß ich. Scheiß Red Scorpion, ey. Der ist direkt vor dir und den triffst du nicht. Sehen ziemlich gesund aus, ja. Das ist richtig. Ich bin mir fast sicher, die werden sich aber auch irgendwann mal, also wenn die da auf jeden Fall noch länger da sind, werden die sich, denke ich mal, auf jeden Fall nach einer Zeit in Ghule verwandeln. Ob es jetzt natürlich dann Feral Ghule sind, ich weiß den deutschen Begriff für die Viecher gar nicht. Also die bösartigen Ghule sozusagen. Oder ob das dann normale Ghule halt sind. Also diese Feral Ghule sind halt die Ghule, die die halt komplett vergessen haben, dass sie mal Menschen waren und eigentlich alles, was sich bewegt, halt angreift und so weiter. Und diese normalen Ghule sind halt zum Beispiel wie der Vault-Tech-Verkäufer, der halt einfach nur zu einem Ghule geworden ist, wegen der ganzen Strahlung und ja, aber halt trotzdem noch wie früher sozusagen ist. Zu vernichten, anstatt zu verkrüppeln. Ja, ich meine, im Endeffekt, verkrüppeln hilft halt ein bisschen beim Besiegen an sich. Besonders zum Beispiel bei Meyerlurks, wenn du zum Beispiel deren Beine verkrüppelt hast, dann bewegen die sich so ewig langsam, dass du es viel, viel leichter hast, die zu besiegen. So, aber jetzt hier, was machen wir denn? Skillen wir dann? Wäre eigentlich nicht schlecht, hier mal kritischen Treffer aufsparen. Das ist nicht schlecht. Machen wir das mal. Oder im Moment. Sehen wir was anderes, was beim Überleben hilft an sich. Da kriege ich das nächste bei Level 18. Level 20. Da auch Level 18. Bei dem Level 31. Das ist Level 34. Ja gut, dann machen wir.
Kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Das ist natürlich sehr gut. Dann skill ich das erstmal. Kritischen Treffer verursachen jetzt doppelt zusätzlichen Schaden. Vierfachen Schaden. Ziemlich gut. Besonders mit dem Zeug, dass man sich die Dinger dann auch aufsparen kann, sozusagen. Naja. Das ist dann schon recht gut. Beziehungsweise, was meinst du mit vernichten? Was meinst du genau mit vernichten? Meinst du dann dieses Nahkampfzeug, dass ich dann sozusagen so Nahkampf-Kombo-Zeug ausführe? Töten. Ja, also töten so oder so. Also töten tue ich die Viecher so oder so immer, aber verkrüppeln ist halt ein bisschen einfacher. Oder macht's halt ein bisschen einfacher. Nein. Der Bauch ist die Weichstelle bei den Viechern. Bloß wenn die halt immer so gebückt laufen. Bisschen Speer! Oh, geh weg. Geh weg. Ein Glück, dass das Viech nicht hochkommt hier. Fuck! Tod, bitte. Ohne vorher zu verkrüppeln. Ja, kommt halt drauf an. Also, so an sich macht. Also, verkrüppeln ist ja sowieso nur, dass ich halt auf. Benutzter Öl kann das auch. Okay. Ist halt, dass ich auf irgendein bestimmtes Körperteil Schaden mache. Und das macht ja so oder so Schaden an sich. Kommt halt nur drauf an, kann auch sein, dass es ein bisschen weniger Schaden macht, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Beine schieße, anstatt auf Kopf oder so. Aber trotzdem. So, die Dinger reagieren, warum auch immer, nicht auf mich. Halt, ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na, will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Ich habe ihn eigenhändig getötet. Hast du? Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du. Du hast ihn getötet, was? Warum trägt er überhaupt eine Brille ohne Gläser? Ich weiß, dass du ein Teil davon warst und geflohen bist. Dann sollte dich Kellogg töten. Woher zur Hölle weißt du das denn? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle drauf. Besonders der hat den Schal an sein Shirt rangenäht. Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja. Das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen,
aber nicht ohne Gegenleistung. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung, dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Synths das Institut betreten und verlassen? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen und du würdest jetzt nicht hier stehen. Runner sind Synths des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synth vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ich bin noch wach. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? 4 Millionen Punkte. Auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Ach, was ist das denn für ein Gestank? Okay. Gib dich zum CIT. 2,40 haben wir gerade ungefähr. Naja, das können wir machen. Zur App zurückgehen. Ich kann jetzt in Zukunft eigentlich hierhin schnell reisen. Daher lasse ich die Power-Rüstung einfach mal hier. Ich muss zwar immer noch kurz raus und raus und dann halt von draußen wieder rein. Ganz, ganz schnell, aber das ist nicht so schwer. Oder nicht so schlimm. Das ist 1-2 Sekunden maximal. So, Abbott. So, jetzt versuchen wir, jetzt gucken wir mal, ob das mit der Blutdose funktioniert. Oder ob der wirklich. Queenie hat 5 Millionen. Echt? Moment.
Squeenie 7. Ging das? Ja. Tatsache. So, und wie viele Punkte habe ich? 2100. Yay! Aber ich bekomme ja keine Punkte. Du bist ziemlich dicke mit dieser Reporterin, oder? Ja. Pass besser auf. Der Bürgermeister steht mit ihr auf Kriegsfuß. Was? Hä? So, Abbott, ich hab deine Farbe. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Ich streiche die mal heute Farbe. Bullshit. Ich hab doch noch an. Hab ich die gelbe und blaue Farbe nicht mehr? Ich habe doch, nachdem ich die grüne Farbe gemischt habe, habe ich doch nochmal blaue und gelbe Farbe aufgenommen. Moment, B. Gut. So, meine Blutdose hin. Habe ich die aus Versehen mit eingelagert? Sanctuary? Dann muss ich mal gucken. Nicht, dass ich die Dinge jetzt aus Versehen eingelagert habe. Gott, Riesenarm. Nee. Ich konnte damals auf jeden Fall auch auswählen, ob ich die Dings in grün oder gelb streichen will. In blau oder gelb. Hatte ich zumindest. Im Kopf. Entsorg ich samten Schrott einlagern. Wo ist mein Blut? Wo ist mein Blut und wo sind die anderen Farben? Mal nochmal schnell zur Galerie und gucken, ob eventuell noch irgendwo eine Dose rumliegt. Aber ich bin mir sicher, ich habe auf jeden Fall mindestens noch die gelbe und die blaue Farbe. Nachdem ich die grüne Farbe mitgenommen habe, habe ich dann nochmal gelbe und blaue Farbe eingesammelt. Bin ich mir sicher. Aber dass die nicht mal in meinem Inventar oder so ist, das verwundert mich ja. Besonders die Blutdose oder Dose mit Blut oder sonst was. Ich habe ja bei B und bei D nachgeschaut oder so. Die war ja auch nirgendwo. Dass die einfach aus meinem Inventar verschwindet oder so. Oder ich habe die aus Versehen... das kann gut sein, dass ich die aus Versehen bei irgendeinem... Wenn ich so die Drogen oder so gemacht habe. Dass es da aus Versehen die Dosen verwendet hat. Also verwertet hat, zu Schrott gemacht hat und halt davon dann die Materialien genommen hat. Das kann natürlich sein. Das ist jetzt natürlich problematisch. Bitte... Bitte sei noch eine da. Irgendwo eine Dose oder so. Fuck. Was ist das denn? Hab ich die tatsächlich aus Versehen jetzt? Das kann sehr, sehr gut sein, dass das aus Versehen. Dass ich das aus Versehen gemacht habe. Nee, das ist eine Klebebandrolle.
Hier ist eine Waffe. Das hier ist ein finsterer Ort. Leere farblose. Fuck, der wird doch mehr als eine Blutdose rumliegen haben. Come on. Irgendwo muss doch noch eine sein. Ach, ist das scheiße jetzt. Wo Pikmin starb, kann ich auch gleich mal gucken. Komm, der wird doch mehr als eine Scheißdose rumliegen. Hat der jetzt tatsächlich nur eine Dose rumliegen? Bullshit! Gott. Ich sollte demnächst mal wieder einen Red X nehmen. Es wird doch nicht eine einzige Blutdose in diesem kompletten Spiel geben, oder? Okay, das ist schon mal ein Pinsel. Moment jetzt. Soll aber nicht sauber sein, ich will eine scheiß Blutdose. Fuck. Enttäuschend. Aber ich habe eine andere Idee. Ich habe eine Ausweichidee. Die wird zwar nicht kontinuierlich sein, aber ich suche mal ganz, ganz, ganz schnell. So. Where can I find Canth of Blood? Fallout, hier. Blood Can. Locations. One in the basement of Pikmin Gallery. Two can be found inside the Federation stockpile. One inside Andrew's Station. One atop Hyde Park. Rooftop Hyde Park. Hyde Park. Park Street. Das war uns durch. Vault 114. Halbchen. Dreck.
jetzt tatsächlich gerade mal 5 Einzel. Es gibt anscheinend tatsächlich 5 einzelne Blutdosen. 5 im kompletten Spiel. Ja gut, dann streichen wir die Kackwand halt grün. Und die Ausweichmethode ist, ich lade einfach einen früheren Speicherstand und wo ich eventuell das Zeug noch nicht verwertet habe, ist das Kowalski-Typ. Nee, ist schon was gar. Ja, ja. Warst du schon mal in Good Neighbor? Ja. Nein, ist kein Drecksloch. Da, grüne Farbe. Ein Strich gemacht, fertig. Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Hab ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Die Leute hier brauchen die Mauer. Sie ist ein Symbol. Etwas Beständiges. Toll, dass du ihr geholfen hast. Jo, kein Ding. Gut, dann speichern wir hier. Und so, laden. Mal kurz gucken, ob ich da schon hab. Ich glaube, da war ich auf dem Weg zur Galerie. Dem, laut dem kleinen Screenshot zu erteilen. War es, glaube ich, da, wo ich gerade gegen die Supermutanten oder so gekämpft habe. Oder gegen die anderen Leute. Da, wo auch die Supermutanten waren. Im schlimmsten Fall holen wir uns halt die Farbe nochmal schnell. Sollte ja nicht so lange dauern. Wenn das Spiel nicht ewig laden wird. Dankeschön. Ja, da war ich noch nicht bei der Galerie. Nick? Alles okay? Ah ne, da ist der Typ. Und Nick, alles okay. So. Also. Gehen wir mal auf die Suche. So, da hier sind ja, glaube ich, Red Kakerlaken, ja. Ach, scheiß drauf. Wir rennen. Wir versuchen mal durchzurennen. So, wo genau? Karte. Irgendwo. Warum konnte ich jetzt keinen? Da. Jetzt hast du ein Problem. Wo ist denn jetzt der markiert noch da? Oh, ist das nervig. Ich will doch einfach nur wissen, ob das funktioniert oder nicht. Warum bin ich so dumm? Alter, nerven die Viecher.
Ich hab den anderen noch auch anvisiert. Und markiert. So. Oh, Pjaschku. So. So. Sieht nach Supermutanten aus. Ja, da ist einer. Was will das sein? Der ist übrigens das Geheimversteck von der Railroad. Ah, noch ein Ghoul. Mein Gott. So, wo ist jetzt nochmal die Scheißgalle? Oh, überall sind Kackgegner. Das kann doch nicht sein. Ah ja, da hier. Also wenn ich durchrush, dann geht es irgendwie teilweise sogar besser, als wenn ich taktisch vorgehe. Wir kriegen diesen Pigman Psycho? Der Mistkerl ist uns schon mal entkommen. Hey! Dann geht er sogar teilweise besser. Teilweise. Meister. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Du spielst hier mit dem Falschen. Das ist nichts. Ja. Legendäre Raider. Fuck off. Ich bin blind. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Ja, das ist gut, ein guter Tipp, danke. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Nein, das nennt man genervt sein, weil man selbst zu dumm ist, Blutdosen zum, was weiß ich, Herstellen von irgendwelchen Sachen benutzt. So. Diesem Ort würde selbst ein Mutant Albträume bekommen. War nicht im Erdgeschoss, die war hier unten. Ah. Die war hier unten bei dem einen Bild im Keller. Schön für dich. Da hier ist er. Blutdose. Haben wir die grüne Farbe schon? Ich glaube schon, ja. Die haben wir, glaube ich, davor schon geholt. G. Grüne Farbe, ja gut. Ist die Frage, kann ich hier wieder raus? Ah, die Tür ist wieder off. Die Tür ist komischerweise offen.
Watch. Raus. So, und Schnellreise. Jetzt gucken, ob es funktioniert. Dann bin ich endlich, dann muss ich mir darum endlich keine Gedanken mehr machen. Bin ich erlöst von meinem Schmerz, meinem Leiden, vom Leiden der Unwissenheit. Dann machen wir fertig mit Stream. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Das ist schön für dich, Nina. Good Neighbor, die Leute in Good Neighbor sind wenigstens freundlich. Hallo. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? Ja. War nicht leicht, aber ich habe. Das ist klar. Ich hab zu tun. Ach Mann. Okay, ich bin etwas enttäuscht, aber ich hab's schon fast geahnt. Gelb? Aber du weißt schon, was du tust, oder? Die Mauer ist doch nicht gelb. Ich glaube, das wird gut aussehen. Ja, hoffen wir es. Immer noch besser als zu verfallen, aber scheiße. Wir brechen mit einer über 200 Jahre alten Tradition. Hier ist deine Bezahlung. Und jetzt geh. Ich hab zu tun. Manche Leute haben einfach keinen Sinn für Kunst. Was hat der gesagt? Während er da drüben sitzt, so ungefähr 10, 20 Meter von mir entfernt. Okay, der macht jetzt mit Gelb weiter. Ich bin jetzt aber mal gespannt. Noch ganz, ganz kurz. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt mal kurz weggehen. Mal so einen Tag schlafen oder so. Und dann herkommen, ob das dann immer noch alles grün ist oder ob der es vielleicht sogar geschafft hat, komplett alles außenrum gelb zu machen. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert und... Ah, mein Hals, Hilfe. Keine Ahnung, was Nick gesagt hat. Irgendwas mit manche Leute verstehen einfach keine Kunst oder sowas. Da schlafen wir mal einen Tag. 24 Stunden durchschlafen, Alter. Hab nicht mal ich bisher geschafft. Weiß gar nicht, wie lang meine bisher längste ununterbrochene Schlafsession war. Auf jeden Fall um einiges. Na, nicht um einiges, aber ich denke mal länger als 12 Stunden auf jeden Fall habe ich schon geschafft. Besonders ich hatte, glaube ich, mal eine Zeit, da war ich 3 Tage. Waren es 3 Tage? Ich weiß es gar nicht. 3 Tage oder so hintereinander. Durchgehend wach. Nicht zu empfehlen. Ich glaube, danach habe ich eigentlich schon recht lang geschlafen. Oder waren es 3 Tage? Nee, 3 Tage kann es. 2 Tage vielleicht. Ja? Oder 2 oder 3 Tage war ich mal hintereinander wach. Nee. Ist nicht zu empfehlen. Okay, er hat nicht ganz, also zumindest hier ist anscheinend dann alles gelb. Also hier ist alles gelb und außenrum ist aber noch alles grün. Das ist cool. Gut zu wissen. Besonders das Problem bei mir und lange wach sein ist, ich bin ungefähr nach 24, ne, nach einem Tag
durchgehend wach sein, bin ich sau schnell reizbar. Das war keine, kann ich nicht empfehlen. Ein Tag durchmachen ist okay, aber länger ist Gift. Naja, okay. Dann war's das für heute und für diese Woche. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nächste Woche irgendwann unter der Woche mal stream. Also Freitag, Samstag, nächste Woche unwahrscheinlich, außer das mit Jezabel wird sich wieder irgendwie verschieben oder klappt wieder nicht oder sonst irgendwie. Aber ich denke mal, jetzt sollte es klappen. Beim nächsten Mal fordert nicht auf Continuum. Naja, wenn, dann sehe ich ja, was für Quests ich habe und dann werde ich ja schon merken, ja, nee, das passt nicht. Dann werde ich mich schon erinnern und die richtigen Speicherstand laden.